Herr Kollege Seif, ich schließe mich den Ausführungen, den Vorbemerkungen von Frau Künast vollends an. Ich sage auch, Sie hätten sich das Zitat schlichtweg sparen können und insbesondere deswegen, weil Sie ja den Anspruch hatten, eine rechtspolitische Rede zu halten. Und für die rechtspolitische Beurteilung, für die rechtliche Beurteilung ist der Gesamtkontext entscheidend. Und Sie haben Ihr Zitat nämlich aus diesem Kontext herausgerissen. Meine Damen und Herren, die Entrümpelung des materiellen Strafrechts bedarf manchmal äußerer Anlässe. Anlässe, die man sich vielleicht nicht wünscht, die aber wiederum zeigen, wie sehr aus der Zeit gefallen mancher Straftatbestand unseres geltenden Rechts ist. Die Strafvorschriften der Paragraphen 103 und 104a StGB, über deren Abschaffung wir heute beraten, sind solche Vorschriften, die aus der Zeit gefallen sind. Und aus Anlass der sogenannten Affäre Böhmermann, die eigentlich eine Affäre Erdogan ist, wurde uns dies drastisch vor Augen geführt. Die Regelungen des Paragraphen 103, so wie wir sie heute kennen, gibt es schon seit den 1950er Jahren. Aber erst in den 1960er Jahren wurden sie massenhaft angewendet. Sie erlangten ihren heute noch gebräuchlichen Spitznamen, als der damalige Schah von Persien in jeder Kritik an seiner Person eine Beleidigung seiner selbst sah und eine Strafverfolgung dieser Majestätsbeleidigung durch den deutschen Staat verlangte. Der Schah von Persien, den gibt es heute nicht mehr. Geblieben ist aber der Schah-Paragraph und geblieben sind auch ausländische Staatsoberhäupter, die sich ziemlich schnell beleidigt fühlen. Und so konnte sich die Geschichte in der Vergangenheit auch wiederholen. Was 1964 die Redakteure des Kölner Stadtanzeigers waren, die sich mit einer Fotomontage über den Schah lustig machten, das war 1987 Rudi Carrell, der das iranische Staatsoberhaupt Ayatollah Khomeini verspottete, das war 2001 Jan Weiler, der das japanische Kaiserpaar auf die Schippe nahm, das sind heute die Redakteure von Extra 3, das ist Jan Böhmermann und das ist Matthias Döpfner. Wer diese Liste betrachtet, meine Damen und Herren, der muss feststellen, manchmal sagt die Einleitung eines Strafverfahrens mehr über den Anzeigerstatter als über den Beschuldigten aus. Und zur Analyse gehört auch, dass das Skandalisierungspotenzial im materiellen Recht dieser Vorschriften bereits angelegt ist. Denn zur Staatsaffäre konnten einige dieser Fälle nur deswegen sich entwickeln, weil das Strafgesetzbuch die Bundesregierung derart einbezieht, dass sie zur Strafverfolgung wegen Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten ermächtigen muss. Was eigentlich eine Privataffäre ist und eigentlich auch eine Privataffäre bleiben sollte, wird damit qua Gesetz zur Staatsaffäre gemacht. Diese Rechtslage ist unnötig und sie ist anachronistisch. Und meine Damen und Herren, sie ist unnötig, weil auch bei Abschaffung der Sondervorschrift des Paragraphen 103 StGB das ausländische Staatsoberhaupt, darauf ist hingewiesen worden, nicht schutzlos gestellt ist. Jede Person kann, wie jeder Bürger dieses Landes, auch nach den allgemeinen Beleidigungsparagraphen vorgehen. Die Bundesregierung ist dann außen vor. Und anachronistisch ist diese Rechtslage, weil es im 21. Jahrhundert völlig unangemessen ist, ein Sonderstrafrecht für bestimmte Personengruppen festzuschreiben, die in besonderer Weise Gegenstand einer kritischen Berichterstattung oder auch einer künstlerisch-satirischen Auseinandersetzung sind. Die präventive Funktion des Strafrechts soll zur Rechtstreue anhalten. Sie darf nicht zur Selbstzensur führen. Der Anachronismus tritt dann auch besonders deutlich zutage, wenn das ausländische Staatsoberhaupt selbst nicht gerade durch Liebe zum Rechtsstaat, zur Freiheitlichkeit, zur Demokratie auf sich aufmerksam gemacht hat. Paragraph 103, meine Damen und Herren, macht hier leider keinen Unterschied. Es schützt jedes ausländische Staatsoberhaupt, den demokratisch gewählten Präsidenten, genauso wie den pseudodemokratisch gewählten Präsidenten und auch den gewaltsamen Despoten. Das kann nicht richtig sein. Wenn man eine so unnötige und aus der Zeit gefallene Vorschrift des materiellen Strafrechts entdeckt, dann muss man sofort die notwendigen Konsequenzen ziehen. Zu fordern, diese Vorschrift abzuschaffen, gleichzeitig aber Herrn Erdogan im konkreten Fall den roten Teppich für ein Strafverfahren gegen Herrn Böhmermann auszurollen, ist nicht nur widersprüchlich, es ist auch in höchstem Maße politisch unklug. Deswegen wäre die Bundeskanzlerin auch gut beraten, hier auf die SPD zu hören und eine unverzügliche Streichung dieses Paragraphen zu unterstützen. Meine Damen und Herren, Gerichte werden in Deutschland klären, inwieweit das, was Sie
aus dem Kontext herausgerissen zitiert haben, Herr Kollege Seif, tatsächlich strafrechtliche Relevanz hat oder nicht. Meine Fraktion wird sich aber für die sofortige Streichung beider Paragraphen einsetzen. Wir werden hierfür in Kürze einen eigenen Gesetzentwurf vorlegen. Und wir werden, weil nun mal die Anträge der Opposition in diesem Punkt einige auch handwerkliche Mängel haben, dem nicht beitreten können. Aber wir laden Sie alle herzlich ein, meine Damen und Herren, dann unseren gemeinsamen Fraktionsentwurf zu unterstützen. Das wird ein wesentlicher Schritt für eine sofortige Streichung dieser Paragraphen sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner spricht für die CDU-CSU-Fraktion Thorsten Frei. Thank you.